Ja, moin Leute. Hier ein Zusammenschnitt von meinem Vortrag von letzter Woche, den ich in Hessen gehalten habe. Leider zum Ende ein bisschen kurz gehalten, muss ich mich ein bisschen beeilen, dass wir mit der Zeit auskommen und ich habe zwischendurch nochmal so ein paar kleine Ergänzungen eingebracht. Vorab aber nochmal ein Hinweis. Wenn mich jemand kontaktieren will, bitte per E-Mail oder WhatsApp oder sonst was. Anrufe sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% gerade zum Moment, wo es nicht passt und stören. Bitte nicht anrufen. Also dann viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier reden kann. Auch vielen Dank an Dieter für die Einleitung zum Thema Direktzeit. Fangen wir mal direkt an, weil, wie Sie schon sehen können, es werden sehr, sehr viele Unterthemen zu dem Bereich der Direktzeit. Weil, wenn man sich in dem Bereich bewegt, wo man mit keiner Bodenbewegung, mit weniger Dünger, weniger Pflanzenschutz mehr ernten will, dann ist das Ganze natürlich ziemlich komplex. Mir geht es heute darum, einmal, dass die Leute, die interessiert sind, dass sie nichts falsch machen, dass sie nicht scheitern, dass es nicht irgendwo zum Minderertrag führen. Zweiter Themenpunkt ist, wie wir irgendwie noch Mehrertrag rausholen können. Kann ich aber aus Zeitgründen natürlich nur kurz drauf eingehen. Und bei den vielen Unterpunkten, also Zwischenfrüchte, Controlled Traffic Farming, Precision Farming, das Gesamtsystem, will ich mal ein bisschen, ja, Mind-Opening, dass Sie mal über den Tellerrand schauen, was wird in anderen Ländern gemacht, was ist möglich, was kann man probieren, weil es gibt da sehr, sehr viele Dinge, die haben wir alle gar nicht auf dem Schirm. Eine kleine Übersicht, also einmal, ich fange an mit der Betriebsvorstellung, dann erkläre ich die Zusammenhänge zwischen den ganzen Themen, die folgen werden, Control Traffic und seine Möglichkeiten, teilflächenspezifisch, die Direktsaat an sich und dann zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft, Bodenpilze, Kompost, Humusaufbau etc. Ich komme aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von der holländischen Grenze. Mein Vater, der hatte durch Verwandtschaft in Kanada halt schon immer den Traum großen Betrieb. Er war schon kurz vorm Auswandern. Dann kam die Wende und ich sage mal, die neuen Bundesländer sind ein bisschen näher, Sprache ist ähnlicher und dann hat sie nach Sachsen-Anhalt verschlagen. 92 Betrieb angefangen, sehr abenteuerlich mit Bauwagen in der Ecke beim Nachbarn irgendwo mit ganz wenig Maschinen. Den Betrieb zu Hause, den macht mein Bruder heute. Bis vor kurzem waren wir dann auf 760 Hektar. Wir haben aber einen Agrarinvestor bei uns in der Nähe. Der hat 1 Milliarde an der Seite liegen und Inflationsangst. Da kann man nicht gegen an. Also, ich habe schon 200 Euro mehr Pacht geboten, als ortsüblich ist. Das heißt bei uns, ich habe schon 60, 70% mehr Pacht geboten als die Nachbarn. Bin die Flächen trotzdem losgeworden, aber ich hätte in dem Moment auch nichts mehr dran verdient. Im Endeffekt, heute bin ich glücklich, dass ich mit den Menschen nichts mehr zu tun habe. Wir sind im Trockengebiet, zwischen 300 und 600 mm Niederschlag, im Schnitt 450. Frühjahrstrockenheit, gerade der Mai ist trocken. Im letzten Jahr, April, Mai, Juni, Juli, in Summe 65 mm. Seit der Getreidesaat haben wir jetzt, seit vor der Getreidesaat 130 mm, davon ist ein Teil schon wieder weg. Also die Bodenvorräte sind bei weitem noch nicht aufgefüllt. Wenn nicht bald Regen kommt, dann kommt die Katastrophe 19 und nicht 18. 2 Jahre gepflügt, alle 2 Tage Scharspitzen wechseln, Trockengebiet etc. hatte mein Vater damals schon relativ schnell die Schnauze voll vom Pflug. Haben wir 1994 mit der Mulchsaat angefangen, kompletten Betrieb auf Mulchsaat umgestellt und eigentlich mit Erfolg, hat mir sehr gut gefallen. 2002 Richtung teilflächenspezifisch mit der Ertragskartierung angefangen, erstmal Daten sammeln, sehr lange gesammelt, es sollte alles sehr, sehr toll funktionieren, hat es am Anfang noch nicht. 2009 war es dann soweit, dass die ganzen Programme, die Technik etc. dann soweit war, dass man mit der teilflächenspezifischen anfangen konnte. 2014, aufgrund von einer kurzen Fruchtfolge, die halt in der Region auch so empfohlen wurde, und der langjährigen Mulchsaat hat sich ein Trespo-Problem aufgebaut. Was bei den guten Standorten der Ackerfuchsschwanz ist, bei uns auf dem Sandboden ist es die Trespe. Und das hat mir in der Gerste, hat das in dem Jahr sich so aufgeschaukelt, das hat mir 3,5 Tonnen Ertrag gekostet. Ich hatte 160 Hektar Gerste, 140 hatte ich Trespe drauf, 20 nicht, konnte ich als Vergleich nehmen. 3,5 Tonnen mal 140 Hektar mal in dem Jahr 145 Euro sind 70.000 Euro Schaden. Obendrauf kommt, ich muss ja dann
zum Beispiel in den Raps in Keab nehmen, ist teuer. Im Weizen, in Atlantis oder Broadway oder sonst was, ist auch teuer. Kostet mich auch nochmal wieder Ertrag, weil es schädigt den Weizen auch ein bisschen. Ich rechne einfach mal Pi mal Daumen mit, es hat mich 100.000 Euro in dem Jahr gekostet. So, und dann kommt man natürlich zum Nachdenken. Mensch, passt das alles noch mit der Mulchsaat? Wird generell empfohlen, ja, dann flügen Sie doch einmal wieder in der Rotation. Einmal untergraben, die Trespe, die ist größer als nach 2 Jahren da unten kaputt, nach 3 Jahren fast alles, könnte wieder klappen. Und da hatte ich aber halt noch Bilder aus den 90er Jahren noch im Kopf. Bei uns ist Wassererosion nicht so das Thema, aber Winderosion. Und von den Nachbarn, die geflügt haben, die Flächen, die waren alle unterwegs, wir hatten Sichtweiten zwischen 50 und 80 Meter. Und die Mulchsaatflächen bei uns, wie auch von Nachbarn, es war wesentlich besser. Es ist nicht vergleichbar mit der Direktsaat, aber es war schon mal sehr gut. Unsere Flächen waren eben, die waren sehr gut befahrbar. Im Frühjahr, wir haben ja nur eine sehr kurze Vegetation, wo wir auch die Feuchtigkeit noch haben, den Dünger ausbringen können. Wir kamen drauf auf die Flächen. Wir haben ein gewisses Bodenleben aufgebaut, hatten schon ein paar Regenwürmer. Da wollte ich eigentlich nicht wieder von weg. Und das ist eigentlich mal ganz interessant. Wir waren da ja schon 22 Jahre in der Mulchsaat. Ich habe bis dahin noch nichts von der GKW gehört. Aber ein Bekannter hat dann gesagt, hier, ich nehme dich mal mit. Und ich kenne da ein paar Direktsaatbetriebe, die haben die Probleme nicht mehr. Ich denke so wie, du, Moment, wir haben doch im Studium gelernt, Direktsaat, du erntest ein bisschen weniger, du hast weniger Kosten für Dieselverschleiß etc., aber du brauchst auch mehr Pflanzenschutzmittel, gerade mehr Herbizide. Sagt er, nee, ist nicht so. Fahr da mal hin. So, und dann stand für mich eigentlich innerhalb weniger Monate sehr schnell fest, ich werde auch Direktsaat umstellen. Es stand auch fest, welche Drille ich mache, ich werde mir den Rahmen selber bauen etc., gehen wir nachher noch drauf ein. Und im gleichen Jahr auch auf Controlled Traffic Farming umgestiegen, weil wenn man weniger Maschinen hat, wird es auch viel, viel einfacher. Die Sachen, die man auf Deutsch findet zu Direktsaat, das ist leider sehr begrenzt. Und weil mein Englisch eigentlich ziemlich gut ist, meine Frau kommt auch aus Amerika, habe ich mich seit 2016 eigentlich fast nur noch mit englischsprachiger Forschung, Praxisberichten etc. auseinandergesetzt. Und man hat natürlich ein bisschen mehr Zeit, wenn man nicht mehr Grobahn fliegen oder Scheibenecken muss. In den letzten paar Jahren war ich außer Afrika und der Antarktis eigentlich auf jedem Kontinent und in 21 Ländern. Also man sieht da eine ganze Menge. Muss so sagen, anstelle vom Dieselverbrenner Kerosin und anstelle von dem Trecker sitzen. Aber das holen wir auf der anderen Seite wieder raus. Das überkompensieren wir durch das Wissen, was wir ja hier auch teilen. Kurz die Betriebsdaten. Also wir haben sehr, sehr heterogene Böden. Wenn ich sie jetzt einteilen würde, nach der Eigenschaft, auch teilweise wie von den Nährstoffzusammensetzungen, wir sind aber 15 unterschiedliche Bodenarten. Auf 40 mal 10 Kilometer Luftlinie. Also der Betrieb ist nicht arrondiert. Es war aber ursprünglich ein Verpächter. Böden sehr heterogen. Es geht runter bis 18 Bodenpunkte und hoch bis fast 60. Teilweise auf einem Feld. Die Sandböden, was ungefähr ein Drittel vom Betrieb ist, in einem ganz trockenen Jahr zu Mulchsaatzeiten, wenn man Pech hat, 1 Tonne im Weizen. In einem nassen Jahr 5 Tonnen. Die guten Böden, in einem ganz trockenen Jahr zu Mulchsaatzeiten 4 Tonnen, zu Direktsaatzeiten 5 Tonnen, beziehungsweise jetzt in der Gerste 6 Tonnen, in einem extrem trockenen Jahr, was wir bis jetzt hatten. In einem guten Jahr können wir aber auch mal 10 Tonnen. Man weiß nie, was vorher passiert und die Böden halt, wie gesagt, extrem unterschiedlich. 52. Breitengrad, das heißt, im Winter steht die Sonne bei uns nur noch so ungefähr 15 Grad über dem Horizont. Wenn man das mal auf Amerika überträgt, liegen wir so zwischen Calgary und Edmonton in Kanada. Und dann sollte klar sein, dass so viele Sachen, was sie irgendwo in den USA machen mit Warlock-Wimpern, bei uns einfach nicht funktioniert, weil die Zwischenfrüchte werden bis dahin nicht so lang und uns fehlt auch das Wasser danach. 70 Meter über normal Null. Die Fruchtfolge, die empfohlen wurde, die auch die gängige Cash-Crop-Fruchtfolge in der Region war, war Raps, Weizen, Gerste und die Probleme rot markiert. In der Gerste kann ich nichts gegen die Trespe machen, ich habe einen Durchwuchs vom Weizen, es ist alles nicht optimal. Und deswegen habe ich dann gedacht, Mensch, wir müssen noch irgendwie eine Sommerung dazwischen kriegen mit der Umstellung der Direktsaat. Dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir einmal die Erbsen vor die Gerste. Aber nach 4 Jahren nochmal Erbsen, muss auch nicht unbedingt sein. Und dann nehmen wir dort einen Körnermais mit rein. Und Gerste nach Körnermais ist auch schwierig, dann machen wir doch nochmal den Weizen dahinterher. Das ist aber auch nicht ideal, weil Körnermaisernte ist spät. Irgendwie was ist da im Boden. Ich weiß nicht, ob es allelopathetische Effekte sind oder sonst was. Wenn ich den Weizen direkt nach dem Körnermais drille,
indirekt sagt, er kommt nicht in Gange und das liegt nicht nur an den Nährstoffen, da ist noch irgendwas anderes los. Also das macht nachher einen Unterschied zum Weizen, der nach dem Raps steht, ganz schnell 3 Tonnen Ertragsunterschied aus. Und in diesem Jahr, da war die Maisernte Anfang August und der Weizen nach Erbsen, nach Raps, nach Mais, der sieht alle gleich aus. Also der Zeiteffekt dazwischen spielt auch noch eine Rolle. Weil mir das halt mit dem Weizen überhaupt nicht gefällt, haben wir die Fruchtfolge nochmal geändert. Und ich habe somit jetzt eigentlich fast einen Blatt-Halmfruchtwechsel. Beziehungsweise, ich kann ja den Körnermais, im Körnermais habe ich ja kein Problem, die Gräser zu bekämpfen. Also ich kann im Raps, im Körnermais, in den Erbsen sehr einfach mit sehr günstigen, sicheren Mitteln meine Gräser bekämpfen. Und im Getreide auch wieder im Mais. Und im zweiten Getreide kann ich sehr gut die Unkräuter bekämpfen. Zwischenfrüchte generell immer, wann es irgendwie geht. Wenn ich im Sommer ein Fenster von 6 Wochen habe, kommen da Zwischenfrüchte hin. Natürlich jetzt in so einem Trockenjahr wie 2018, da ist es irgendwo weggeschmissenes Geld. Da mache ich es dann auch so, ich mache nur die Zwischenfrüchte, weniger Zwischenfruchtmischung, die ich für ÖVF machen muss. Bei den restlichen Flächen, da habe ich dann einfach mal ein bisschen Roggen und ein bisschen Ölein hingeschmissen, angewalzt, fertig. Bin ich heute sogar froh darüber, dass ich es gemacht habe, ist gar nicht mal so schlecht geworden. Aber man muss natürlich immer irgendwo gucken, Kosten, Nutzen etc.